But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. So Leute, schön, dass ihr den Vlog hier guckt. Ich habe jetzt geduscht, mich fertig gemacht und so, wenn man das gar nicht sieht, ich habe meine Haare geglättet, nach langer Zeit mal wieder. Hab dabei mit zwei Freundinnen telefoniert, mit denen ich mich eigentlich heute treffen wollte, aber es hat nicht geklappt. Leider, ich hätte sehr lange fahren müssen. Diese 60 Euro für eine Fahrt oder für beide? Weil das ist ja schon krass, wenn man da 120 Euro bezahlt. Das Bahnsystem einfach in Deutschland ja ein Infrastrukturproblem kriegt. Und ich dachte mir so, ja, definitiv. Ich muss nämlich nachher noch ein paar Sequenzen für ein Video filmen, wo ich etwas in der Nahaufnahme zeige. Und natürlich muss ich dafür auch mal schön aussehen. Nicht ich, sondern meine Nägel. Sonst ist ja ein bisschen peinlich. Ich habe das nämlich schon mal gemacht, da hatte ich einen TikTok gefilmt und habe dann mein iPad gezeigt. Und meine Nägel waren dann so ungemacht und das war richtig peinlich, weil das Video relativ viral gegangen ist mit so einem paar hunderttausend Aufrufen und meine Nägel waren so hässlich. Und seitdem habe ich daraus gelernt, dass ich meine Nägel, bevor ich Nahaufnahmen von Produkten mache, immer noch pflege. Pflege. Wieder mehr Flow-Content. Ey Leute, ich könnte heulen. Ich habe gerade das Video gedreht, wisst ihr, oder? Wisst ihr das schon? Dann wisst ihr es jetzt. Ich habe gerade ein Video gedreht. Eine halbe Stunde Rohdatei, eine halbe Stunde habe ich geredet. Jetzt gucke ich mir das an. Ich habe es gerade... Nein! Es ist einfach unscharf. Ich glaube, das sieht man jetzt hier nicht so krass. Aber die Blume ist die ganze Zeit fokussiert und nicht ich. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich glaube, man könnte es sich trotzdem noch angucken, aber ich bin so eine Perfektionistin und ich möchte, dass das Video auch gut wird, weil ich da jetzt richtig lange dran schneide für euch. Dann möchte ich auch, dass es halt fokussiert ist und nicht die Blumen fokussiert sind. Deswegen werde ich das Video jetzt nochmal filmen. Wirklich traurig. Aber egal. Jetzt darüber traurig zu sein, bringt ja auch nichts. Ah, kennen Sie das, wenn Technik nicht funktioniert? Das ist das Schlimmste. Lad doch einfach mal. Mein Laptop ist überfordert. Also, was haben wir alles? Also, Alliteration. Stopp. Ah. Ich habe Alkohol für Partyclown. Nee, voll realistisch. Ich habe Alkohol an Minderjährige. Voll realistisch. So, ich habe jetzt gerade mit meiner Familie ein bisschen Stadt an Fluss gespielt. Das war sehr witzig. Wir machen da mal so eine Kategorien, wie zum Beispiel eine Straftat, die Lara begehen würde oder in Laras Zimmer ist oder so. Also mit Dingen, die wir sozusagen auf uns anpassen. Das ist ziemlich witzig. Und ich werde jetzt noch einen Podcast schneiden. Ich habe den schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Let's go, Leute. Podcast! Yay! Wusste eigentlich jemand von euch, dass ich einen Podcast habe und dass ich einen sehr unordentlich nah an sehr dreckigen Laptop habe. Ich glaube, nicht so viele wissen, dass ich einen Podcast mache, weil ich es auch nicht so oft erwähne. Hier ist er. Ihr könnt jetzt mal exklusiv, eigentlich ist es nicht exklusiv, weil der Podcast vor dem Video und dann kommt er trotzdem mal exklusiv hier. Die ersten Sekunden des Podcasts. Hi Freunde, wie schön, dass ihr hier seid. Ich hatte gerade 30 sehr aufregende Sekunden in meinem Leben. Stopp. Das ist der Teaser. Hört euch jetzt den Podcast an. Let's go. Außerdem fahre ich bald in Urlaub, weswegen ich noch meine Tasche packen muss. Es ist immer mit Risiko verbunden, meinen Koffer zu holen. Vor allem Koffer. Das ist halt einfach noch nicht mein Koffer. Ah! Ich reise eigentlich immer nur mit Handgepäck. Sehr minimalistisch und das ist jetzt mein Koffer. Ich glaube, ich nehme das Gerät mit. Einfach das sind die Bücher, die ich mitnehme. Ey, wie fett. Biografie von Fidel Castro und der Kalte Krieg. But if I lay down and
Ferien eigentlich schon wieder so schnell vorbeigegangen. Ich verstehe es nicht. Immer vergehen die Ferien so schnell. Normalerweise föhne ich meine Haare nie. Aber in einer halben Stunde kommt ein Video von mir online, beziehungsweise soll online kommen. Und ich habe noch kein Thumbnail, was ich jetzt schnell machen muss. Also noch kein Titelbild. Ja, Leben am Limit. Ich muss jetzt so schnell machen. Okay, Leute, meine Haare sind jetzt noch nass und ich mache es jetzt einfach so hinter die Ohren. Dann ist es zwar so ein bisschen strenger, ist es zu streng? Oh Gott, ja. Und ich muss sie nochmal ganz föhnen. Vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren für weitere dieser tollen Vlogs.